Herzlich willkommen zur Gedenkfeier am 44. Jahrestag des Oktoberfest-Attentats. Die Versammlung ist hiermit eröffnet. Guten Morgen. Ich möchte Sie alle im Namen der DGB-Jugend München heute hier willkommen heißen. Aber an erster Stelle möchte ich die Überlebenden begrüßen. Herr Höckmeier mit Begleitung, Frau Herrmann, Herr Langadinos mit Begleitung, Frau Hossmann mit Begleitung, Ehepaar Hirschberger mit Ehepaar Schlegel, Herr Kinker mit Begleitung, Herr Listle, Frau Zimmerer und Frau Six. Ich möchte auch Astrid Vollherbst begrüßen, die in diesem Jahr die Rede für die Überlebenden hält. Heute möchte ich alle begrüßen, für die das Attentat nicht ein Datum ist, sondern für die das Attentat ihr Leben verändert hat. Die Überlebenden, die Angehörigen und auch die HelferInnen. Eine solche Katastrophe hinterlässt Spuren, Narben, die auch die Zeit nicht zum Verschwinden bringen kann. Voller Respekt und Anteilnahme sind wir zusammengekommen, um mit Ihnen gemeinsam der Toten, der körperlich wie auch seelisch Verletzten zu gedenken. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie hier sind, den dunklen Erinnerungen zum Trotz. Heute sind unsere Gedanken bei den 12 Opfern und den 211 zum Teil Schwerverletzten, die am 26.09.1980 durch das Attentat aus ihrem Leben gerissen oder verletzt wurden, sowie auch bei den oft traumatisierten Ersthelferinnen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch Sie heiße ich im Namen der DGB-Jugend München herzlich willkommen und freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen für diese Gedenkfeier. Ich darf heute auch begrüßen und freue mich, die Stadtspitze der Landeshauptstadt München begrüßen zu dürfen. Dort Dieter Reiter, Oberbürgermeister, Dominik Krause, zweiter Bürgermeister. Ich darf auch begrüßen die Referenten der Stadt, Christoph Frey, Stadtkämmerer, Anton Biebel, Kulturreferent, Florian Kraus, Referent für Bildung und Sport, Clemens Baumgärtner, Referat für Arbeit und Wirtschaft. Ich darf auch die Ehrenbürgerin Sigi Benker begrüßen. Wir freuen uns, in diesem Jahr auch begrüßen zu dürfen den Bundesopferbeauftragten Pascal Kober, Frau Kerstin Altenbeck, zentrale Ansprechpartnerin für den Opferschutz in Bayern. Und aus dem Münchner Stadtrat darf ich begrüßen aus der SPD Volt Stadtratsfraktion Anne Hübner, Barbara Likus, Lars Mentrup, Marianne Offmann. Für die Grünen Rosa Liste Mona Fuchs, Nimet Gökmenoglu, Gudrun Lux, Florian Roth, Delija Balidemay, Entschuldigung. Von der CSU, Freie Wähler, Herr Mehling, Herr Schmidt, von der SPD, Dr. Jörg Hoffmann, von den Linken, Stefan Jagel und Brigitte Wolf. Aus dem Bayerischen Landtag möchte ich begrüßen Ludwig Hartmann von den Grünen, Susanne Kurz von den Grünen und Christiane Feichtmeier von der SPD. Außerdem freuen wir uns, heute begrüßen zu dürfen, wie vor, das Team des Kulturreferats, Moritz Kienast, Tatjana Neef, bei denen wir uns auch ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit für die Gedenkveranstaltung bedanken wollen. Ebenfalls möchte ich heute begrüßen den Polizeipräsidenten Hampel und für die Gewerkschaften und die vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die heute hier sind, den Vorsitzenden des DGB Bayern, Bernhard Stiegel, die stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern, Verena Di Pasquale, und auch die Vorsitzende des DGB München, Simon Burger. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Jahr möchte die DGB-Jugend München die Rolle der Medien und ihren Umgang mit von Terrorismus Betroffenen und deren Angehörigen in den Fokus rücken. Der Jugendsekretär der DGB-Jugend München, Christopher Herbes, wird in seiner Rede später näher darauf eingehen. Und zum Schluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dieses Mahnmal steht für die unschuldigen Opfer eines rechtsextrem motivierten Attentats. Es sollte uns immer auch daran erinnern, warum es wichtig ist, sich einzusetzen gegen Rechtsextremismus und für ein friedliches und tolerantes Miteinander. Wir freuen uns nun auf das Grußwort des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter.
Runde. Natascha, erstmal herzlichen Dank, dass du die Begrüßung übernommen hast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, erstmal von meiner Seite aus ein großes Dankeschön, dass Sie auch heute und dieses Jahr wieder so zahlreich an diesem Gedenken teilnehmen. Danke insbesondere an die Betroffenen und die Angehörigen, dass Sie auch dieses Jahr wieder dabei sind. Man mag gar nicht herzlich willkommen sagen zu so einer Veranstaltung, weil es eine Veranstaltung ist, die wir alle jedes Jahr wieder, mich jedenfalls immer wieder betroffen macht, nach 5 Tagen Halligalli auf dem Oktoberfest. Das ist immer eine Veranstaltung, die immer wieder vor Augen führt, wie schnell aus Gaudi und Vergnügen wirklich Wahnsinn werden kann. Der schwerste rechtsterroristische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik war das Oktoberfestattentat am 26. September 1980. An dem Tag, an dem hier am Haupteingang der Wiesen eine Sprengstoff mit Sprengstoff und Metallsplittern gefüllte Mörsergranate explodierte und wirklich schier unermessliches Leid über die Menschen, über viele Menschen gebracht hat. 12 Besucherinnen und Besucher des Oktoberfests und der Attentäter kamen dabei ums Leben. 221 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Neben den körperlichen Wunden, die zumindest zum Teil wieder verheilt sind, müssen die Überlebenden seither mit den wirklich größten seelischen Belastungen zurechtkommen. Und da wiegt die Last der Erinnerung wirklich schwer. Und wir alle, wir können sie niemandem abnehmen. Aber wir können die Last der Erinnerung teilen. Teilen mit den Betroffenen. Wir können Anteil nehmen. Anteil am Schmerz, an ihren Schicksalen. Und deshalb, und dann nochmal danke, sind wir heute hier. Deshalb gedenken wir auch heute wieder der Getöteten des Oktoberfestattentats vom 26. September 1980. Wir gedenken Gabriele Deutsch, Robert Meinwieser, Axel Hirsch, Markus Hölzel, Paul Lux, Ignaz Platzer, Ilona Platzer, Franz Schiele, Angela Schüttrigkeit, Errol Wirhotsch, Ernst Westner und Beate Werner. Und gleichzeitig fühlen wir mit den vielen Verletzten, mit den Angehörigen und den Hinterbliebenen. Für sie alle wird das Leben nie mehr so sein wie vor dem Attentat. Und wir sind heute alle zusammengekommen, um an dem Schmerz der Betroffenen zu erinnern. Mit unserem Hiersein gleichzeitig auch unsere gemeinsame Solidarität mit ihnen zum Ausdruck zu bringen. Solidarität zu bekunden heißt dabei auch, sich versuchen einzufühlen in die Gedanken und Empfindungen der Menschen, die solche Grausamkeiten erleben mussten und die dadurch diesen Schmerz nie mehr loswerden. Und gerade auch im Umgang mit den Behörden nach dem Anschlag schlug den Überlebenden und Angehörigen der Todesopfer lange Zeit wenig Mitgefühl entgegen. Stattdessen hatten sie mit fehlender Versorgung oder fehlender psychologischer Betreuung zu kämpfen, mit mangelndem Verständnis und hatten Erfahrungen von Ausgrenzung, von Abwiegelung, fühlten sich alleingelassen von einer Gesellschaft, auf deren Unterstützung sie doch so sehr angewiesen gewesen wären. Wir sollten es heute eigentlich längst besser wissen und besser können, zumal die Unterstützung von Gewaltopfern inzwischen doch deutlich verbessert wurde und deren ganz persönliche Perspektiven immer mehr berücksichtigt werden. Und dennoch, meine Damen und Herren, müssen wir feststellen, dass es immer mal wieder auch an Sensibilität im Umgang mit dem Thema und den Gefühlen der Betroffenen fehlt. Jüngstes Beispiel war ein TV-Krimi, der ausgerechnet hier beim Denkmal und der Dokumentation Oktoberfestattentat eine besonders blutige Mordszene hat spielen lassen. Ich kann verstehen, dass das auf die Überlebenden
des Attentats und auf die Angehörigen von Todesopfern eine echt schockierende Wirkung gehabt hat. Hier ist einfach deutlich mehr Sensibilität, auch 44 Jahre danach, angebracht, meine Damen und Herren. Vor diesem Hintergrund hat die DGB-Jugend in Absprache mit den Überlebenden und Angehörigen in diesem Jahr die Rolle der Medien bei der Berichterstattung über Terror zum Thema gemacht. Nach wie vor ist es beispielsweise oft so, dass nach Attentaten die Täter, die Täterinnen im Scheinwerferlicht stehen, während Opfer, Überlebenden und Hinterbliebenen eher wenig Aufmerksamkeit zuteil wird. Genau an diesem Punkt setzt übrigens auch die vor 2 Wochen im NS-Dokuzentrum eröffnete Videoinstallation Wir sind hier von Thalia Feldman an. Darin beschäftigt sich die US-amerikanische Medienkünstlerin nämlich ganz ausdrücklich mit dem Leben der Ermordeten von rassistischen und antisemitischen Anschlägen und deren Angehörigen. Und damit setzt sie der oft verbreiteten Fokussierung auf den Täter und dessen Narrativ ganz bewusst die Folgen der Tat und die Menschlichkeit der Opfer entgegen. Im Interview hat die Künstlerin das ebenfalls sehr klar formuliert. Wir müssen eine andere Art finden, über diese Gewalt zu sprechen oder sie zu betrachten, hat sie gesagt. Und weiter, wir müssen den Leuten zuhören, die am meisten betroffen sind und nicht den Tätern. Nur dann können wir uns vorstellen, wie sich ihr Leben verändert hat. Genau das, meine Damen und Herren, genau das ist auch hier am Haupteingang der Wiesn möglich. Gegenüber, in der Dokumentation des Oktoberfestattentats, erzählen Überlebende in über 50 Videoclips von ihren Erfahrungen seit dem 26. September 1980. Lassen Sie uns auch weiterhin auf die Stärke und die Kraft der Überlebenden und deren Angehörigen der Ermordeten ersetzen. Hören wir ihren Stimmen zu, lassen wir ihre Geschichten und Bedürfnisse nah an uns heran und vor allem lassen Sie uns gemeinsam mit Ihnen für Ihre Anliegen und für Ihre Erinnerung kämpfen. Meine Damen und Herren, außerdem, und auch das ist in diesen Zeiten sehr wichtig zu betonen, es geht jetzt auch darum, unsere Stadt und unser Land vor der größten Gefahr des kommenden Jahrzehnts zu bewahren. So schauen wir in diesen Tagen mit großer, großer Besorgnis auf die gegenwärtigen Entwicklungen und die deutliche Zunahme von Rechtsextremismus bei uns. Dieser Rechtsruck zeigt sich bedrohlich an der Wahlurne. Er zeigt sich an den immer häufigeren Prozessen gegen Reichsbürgerinnen und Reichsbürger, die Bundesrepublik nicht anerkennen, durch teilweise rechtsextreme Staatsgebiet setzen möchten. Und er zeigt sich schließlich immer öfter auch in offener Gewalt. Wir als demokratische Politikerinnen und Politiker müssen dieser Entwicklung geschlossen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegentreten. Wir dürfen uns den rassistischen und geschichtsvergessenen Diskursen der Rechtsextremen und ihrer völkischen Ideologien niemals, auch nicht nur ansatzweise, annähern. Meine Damen und Herren, diesen braunen Sumpf dürfen wir niemals betreten. In diesem Sinne und verbunden mit meinem ausdrücklichen Dank für die Organisation der heutigen Veranstaltung in München der DGB-Jugend, wie auch schon in den vielen Jahren davor, und mein Dank an dem Team Public History im Kulturreferat und natürlich nochmal Ihnen allen, dass Sie heute hier sind. Dankeschön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Liebe Betroffene des Wiesn-Attentates, liebe DGB-Jugend, liebes Kulturreferat München, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Mitmenschen, danke, dass ich heute hier im Namen der Betroffenen sprechen darf. Ich beginne mit einem Zitat aus dem Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche
ist für das Auge unsichtbar. Um Ihre eigene Herzensverbindung herzustellen und zu spüren, schließen Sie bitte Ihre Augen. Atmen tief ein und wieder aus. Wieder tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Können Sie Ihr Herz fühlen? Unser Herz ist unser individueller Kompass. Und wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen, hinzuspüren, sagt es uns, was richtig und was falsch ist. In all dem, was ich jetzt vortrage, lade ich Sie ein, fühlen Sie in Ihr Herz. Fühlen Sie, wie es sich in Ihrem Herzen anfühlt. Vor 4 Jahren, zum 40. Jahrestag 2020, fragte mich meine große Schwester Claudia, eine Überlebende des Oktoberfestattentates, ob ich zu der Gedenkveranstaltung, zur Filmvorführung und zum Theaterstück begleiten wolle. Wir haben eine enge Herzensverbindung. Und natürlich habe ich das gemacht. Ich sage bewusst nicht gerne, denn ein mulmiges Gefühl hatte ich schon dabei. Ich war 1980 9 Jahre alt, kannte die Auswirkungen im Leben meiner Schwester, die damals 16 war und danach 2 Jahre komplett im Krankenhaus verbracht hatte, mit 38 Operationen, die es ihr immerhin ermöglicht haben, dass sie lebt und ihr Bein behalten hat. 2020 fand kein Oktoberfest statt. Und so konnte die Gedenkveranstaltung am Jahrestag am Ort des Geschehens stattfinden. So wie heute auch. Viele der Überlebenden waren das erste Mal nach dem Attentat wieder an diesem Ort. Manche können bis heute immer noch nicht an diesen Ort zurückkehren. Es war kalt und begann zu regnen. Die Teilnehmer der Veranstaltung wurden durch eine Lautsprecheransage gebeten, keine Schirme aufzuspannen, da das für die Fernsehaufnahmen schlecht wäre. Ich fühlte in mein Herz, sah vor mir den Ministerpräsidenten und den Bundespräsidenten sitzen, die einen Schirm hatten, und dachte mir, warum sind wir nochmals hier? Geht es nicht gerade um den Respekt und die Wertschätzung den Überlebenden gegenüber? Die sollen also im Regen sitzen. Wir haben unsere Schirme aufgespannt. In den Reden wurde dann aufgegriffen, welche Fehler in der Aufklärung des Attentates gemacht wurden. Und es wurde nach 40 Jahren der Status anerkannt, dass es sich um einen rechtsterroristischen Anschlag handelte. 38 Jahre haben mutige Menschen, der Rechtsanwalt Werner Dietrich und Journalisten wie Ulrich Schassi, nicht aufgegeben, über Instanzen geklagt, unermüdlich weiter recherchiert und das Verfahren wurde nach den NSU-Prozessen wieder aufgenommen. Dennoch, weitere Täter wurden nicht ermittelt, obwohl es die definitiv gab. Wie die Politik involviert war, wurde nie geklärt. Ich erinnere an die Langemann-Affäre, den Film Der blinde Fleck und die Bücher Operation Eva und NATO-Geheimarmeen in Europa. Auf jeden Fall ist in dieser Veranstaltung damals Heilung in den Herzen der Menschen und an diesem Ort passiert. Und es wurde der historische Erinnerungsort geschaffen, in dem die Überlebenden zu Wort kommen und die Geschichte aufgearbeitet wird. Die Traumata der Überlebenden, der Angehörigen der Verstorbenen und aller Helfer und Betroffenen zur Rettung von Verletzten und Bergung von Toten wird es nicht ungeschehen machen. Aber es ist ein sehr wichtiger Schritt gewesen. Der Film am Abend
der Attentatsuhrzeit auf der Theresien, der am Attentatsuhrzeit, der zur Attentatsuhrzeit auf der Theresienwiese vorgeführt wurde, hat der Wiesen hoffentlich wieder ein Stück Frieden gegeben. Die Szenen und auch die Geschichten der Betroffenen aus dem Theaterstück mit Live-Fotos haben mich sehr berührt und nachdenklich gestimmt. Da geht der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß mit seinen damals noch jungen Kindern durch die verletzten und toten Menschen. Würden Sie das mit Ihren Kindern tun? Und es war Wahlkampf. Am 5. Oktober 1980, also 9 Tage nach dem Attentat, wollte Franz Josef Strauß Kanzler werden. Die Aussagen im Theaterstück haben mich sehr wachgerüttelt. Man säuberte den Tatort noch in derselben Nacht, bei 211 Verletzten und 13 Toten. 1980, nach dem Attentat, ging die Wiesn einfach weiter. Ich frage mich, ist das die Gesellschaft, in der wir leben möchten? 2020 hat dieser Ort, also nach 40 Jahren, ein Stück Frieden gefunden und die betroffenen Menschen des Attentates auch. Finden Sie, dass es an der Zeit war, dass an diesem Ort der fiktive Mord einer Krimiserie gedreht werden sollte? Die nächtliche Stimmung hier am Erinnerungsort wurde als Bühne genutzt. Die Bilder des blutigen Filmmordes erinnerten mich sehr an das, was ich immer wieder vor Augen sehe, wenn ich, und Sie vielleicht auch, an 1980 zurückdenke. Wie fühlt sich das in Ihrem Herzen an? Und wie fühlt es sich wohl im Herzen der Überlebenden und dem der Angehörigen, der Verstorbenen und der unzähligen Helfer an? Genau das hat der öffentlich-rechtliche Sender, das ZDF, für ihre Krimiserie Die Chefin in der Ausstrahlung der Folge Die letzte Fahrt am 15. Dezember 2023 getan. Der erste Mord dieser Folge wurde genau an diesem Ort gedreht. Wissen Sie, wie viele Generationen einer Kriegsgeneration traumatisiert werden? Die 7 darauf folgenden Generationen. Und wissen Sie, dass das menschliche Gehirn nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheiden kann? Man kann sicher unterschiedliche Sichten darauf haben, ob ein tägliches Projizieren von Morden in die Wohnzimmer des Landes im Vorabendprogramm wirklich Unterhaltung ist. Sie führt dazu, dass bereits Kinder und Jugendliche 100-fache fiktive Morde sehen und das für das normale Leben halten. Ist es moralisch und ethisch vertretbar, dass dieser Erinnerungsort dafür verwendet wurde? Ich habe einen dreifachen Grimme-Preisträger und Tatort-Drehbuchautor dazu befragt. Er sagte mir, dass es unter Drehbuchautoren das ungeschriebene ethische und moralische Gesetz gibt, dass genau solche Orte dafür nicht verwendet werden. Ob es eine Drehgenehmigung mit der Info gibt, dass an diesem Erinnerungsort ein fiktiver Mord gedreht wird, haben mir weder der Intendant des ZDFs, Herr Dr. Himmler, noch der Hauptressortleiter, Herr Zervos, noch der ZDF-Fernsehrat, noch der Oberbürgermeister dieser Stadt gemeldet. Im Gegenteil, das ZDF hat auf mein Schreiben vom 17. Dezember 2023 an den Intendanten und den Drehbuchautor durch den Hauptressortleiter Herrn Zervos mit der Lüge, dass der Mord in der Serienfolge nicht an diesem Ort gedreht worden wäre, geantwortet. Ein erneutes Nachhaken, was das ZDF denn zur Heilung dieses groben Verstoßes jeglicher Ethik und Moral tun würde, blieb unbeantwortet. Ebenso die Frage, ob eine Drehgenehmigung mit dem Hinweis Mord an diesem Platz vorliegt.
Mein zusätzliches Einschalten des ZDF-Fernsehrates haben im Juni in dem Verweis geendet, dass ich mich an die damalige Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz wenden könne. Das, nachdem ich sowohl den Intendanten des ZDFs als auch den Fernsehrat darauf hingewiesen habe, dass es sich hier um einen ganz klaren Verstoß der eigenen Richtlinien handelte. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, um diese massiven Verstöße zu heilen und die Rechtmäßigkeit wiederherzustellen. Daher informiere ich Sie, liebe Überlebenden und Angehörige der Betroffenen des Oktoberfestattentates, dass ich keine GEZ-Gebühren mehr zahle, solange das ZDF diese Serie weiterhin in der Mediathek hält und sich nicht wenigstens öffentlich für dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit entschuldigt und beantwortet, ob eine Drehgenehmigung des fiktiven Mordes an diesem Ort vorliegt. Darauf habe ich den Intendanten des ZDF und den ZDF-Fernsehrat schriftlich hingewiesen. Damit ist es zur Kenntnis genommen und rechtens. Spüren Sie in Ihr Herz, was fühlt sich für Sie stimmig an? Wie kam ich überhaupt zu diesem Thema? Nach der Gedenkveranstaltung 2021, vor 3 Jahren, hat die damalige Rednerin Astrid Passin einen Austausch-Chat der Überlebenden des Berliner Breitscheidplatzes und den Überlebenden des Oktoberfestattentates aufgesetzt. Ich habe mich aufnehmen lassen und am 16. Dezember 2023 von einem Überlebenden die Info des ungeheuerlichen Vorgehens des ZDFs im Chat gelesen. Ich konnte und wollte es nicht glauben und habe mir die für mich bis dahin unbekannte Folge der Serie angeschaut und bin dann stellvertretend für die Überlebenden und Angehörigen der Getöteten aktiv geworden. ZDF, öffentlich-rechtliches Fernsehen, welches Ziel verfolgen Sie mit einer solchen Szene? Wo ist Ihr Mitgefühl, Ihre Ethik und Moral, zu der Sie sich mit dem Rundfunkstaatsvertrag verpflichtet haben? Wie unabhängig als vierte Gewalt ist so ein öffentlich-rechtlicher Sender wirklich? Wenn ich mich bei einer massiven Programmbeschwerde an die Ministerpräsidenten des Bundeslandes des Senders wenden muss. Liebe Medienvertreter, es sind ja ein paar Medienvertreter da. Bitte nehmen Sie das in Ihre Sender mit und stellen Sie sich täglich selbst die Frage, trage ich mit meinem Handeln zur weiteren Spaltung und Traumatisierung der Gesellschaft bei oder fördere ich Frieden, Wahrheit, Freiheit und Herzensverbindung? Wie würde ich mich an der Stelle der Überlebenden wohl fühlen? Fühlt es sich in meinem Herzen richtig an, wenn ich an deren Stelle wäre? Und stellen Sie sich diese Frage bei allem, was in Ihren Medienanstalten kommuniziert wird. Sie werden von der Bevölkerung bezahlt. Die Basis dafür ist das Grundgesetz, in dem die Würde des Menschen an oberster Stelle steht. Und der Rundfunkstaatsvertrag. Und folgen Sie Ihrem Herzen. Liebe Mitmenschen, schaut hin, hinterfragt. Und wenn sich etwas in eurem Herzen nicht stimmig anfühlt, dann erhebt eure Stimme, egal ob es um die Aufklärung von Attentaten, Veröffentlichung von RKI-Files oder völlig unethischem Verwenden von Erinnerungsorten geht. Nur so kann Frieden auf dieser Welt entstehen. Wer Frieden will, darf niemals ruhen. Das ist der Anfang eines Liedes von Aliens Best Friends. Ich empfehle das jedem, den es jetzt vielleicht ein bisschen im Herzen berührt hat, weil das geht uns alle an. Die Friedensbotschaft können wir alle nur gemeinsam in die Welt tragen. Damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Betroffene,
liebe Angehörige. Wir als EGB Jugend freuen uns wirklich noch einmal explizit die komplette Stadtspitze begrüßen zu dürfen. Die dritte Bürgermeisterin Verena Dietl, den zweiten Bürgermeister Dominik Krause und natürlich auch der Urbürgermeister Dieter Reiter. Und auch vielen Dank noch einmal Dieter Reiter, dass Sie jedes Jahr hier eine Gedenkrede halten. Wir stehen hier heute wieder einmal bei, wir kennen es mittlerweile, wer länger dabei ist, Wind und Wetter, um den rechten Terroranschlag vom 26.09.1980 zu gedenken. Dem schlimmsten Attentat der bundesdeutschen Geschichte. Wir sind hier, um an die 12 Todesopfer und die Hunderten, zum Großteil schwer Verletzten zu erinnern. Und deswegen möchte ich, auch wenn ich mich damit wiederhole, zum zweiten Mal bei diesem Gedenken an die Namen der Ermordeten erinnern, die besonders heute den Angehörigen fehlen. Wir erinnern an Gabriele Deutsch, Robert Meinwieser, Axel Hirsch, Markus Hölzel, Paul Lutz, Ignaz Platzer, Ilona Platzer, Franz Schiele, Angela Schüttrigkeit, Erivar Hodge, Ernst Westner und Beate Werner. 12 Namen, die heute den meisten hier im Begriff sind. 12 Namen, die eingraviert sind auf der Gedenkstele hinter mir, damit jeder Mensch, der hier vorbeikommt, sie lesen und sich an diese Menschen erinnern kann. 12 Namen, jeder einzelne für eine Person, für eine Geschichte, für ein Leben. 12 Namen, die im Nachgang des Attentats unbekannt waren. 12 Namen, an die im Nachgang des Attentats kein Medienbericht erinnerte. In denen die Namen nicht wichtig waren von den 12, sondern nur diese Zahl, 12. Genannt wurde nur ein Name, der 13. Name, der des Attentäters. Über ihn wurden in den Medien Biografien veröffentlicht. Es wurde versucht, die Beweggründe zu erörtern, bis hin zur Frage, ob er vielleicht aus Liebeskummer gehandelt hätte. Es wurde gerungen um Deutungshoheit, um Politik im Rahmen der Bundestagswahl. Ob es linker Terror war, wie der damalige Ministerpräsident Strauß schnell verkündete. Und was die Medien unkritisch und auf der Jagd nach der schnellen Schlagzeile sofort aufgriffen, aber schon sehr weit revidieren mussten. Kaum Beachtung kam dabei den Betroffenen zugute. Sie waren für die Statistik gut, um Zahlen für diesen Sensationalismus zu liefern, aber nicht, um als Individuen mit ihren ganz eigenen Schicksalen wahrgenommen und dargestellt zu werden. Wir als DGB-Jugend München haben uns vorgenommen, dass wir in Zukunft auf diesem Gedenken nicht nur Namensschilder hochhalten wollen, sondern Biografien. Wir wollen den Toten wieder eine Geschichte, ein Leben geben. Aber wir haben auch gemerkt, dass dies mehr Arbeit sein wird als eine schnelle Google-Recherche oder eine Suche in den Archiven von Zeitschriften und Medienmagazinen. Denn es gibt sie kaum, die Berichte, die Artikel, die Porträts der Betroffenen. Es gibt sie fast nur über den Attentäter. Über ihn ließe sich leicht ein kleines Buch schreiben. Selbst das Inventar des Kinderzimmers könnte man dort beschreiben. Währenddessen wurde bei den Betroffenen selbst der Name von Erivar Hodge Jahrzehnte falsch geschrieben, wenn er denn überhaupt mal erwähnt wurde. Dieser Fokus auf die Täter ist aber etwas, was sich nicht nur beim Oktoberfest-Attentat beobachten lässt. Wie ein roter Faden zieht es sich durch die Berichterstattung zu Terrorismus in Deutschland. Wer, der sich nicht eingehend mit den einzelnen Attentaten beschäftigt hat, kennt auch nur die Namen der Ermordeten, geschweige denn die Namen aller Betroffenen der Anschläge in Halle, in Hanau oder, wenn wir in München zurückblicken, des Olympia-Einkaufszentrums-Attentats. Dabei sind all diese Anschläge keine 10 Jahre her. Und bei allen diesen Fällen bemühen sich Angehörige, Überlebende und Gedenkinitiativen um ein Erinnern an die Betroffenen, nicht an die Täter. Aber ich gestehe, auch ich kann Ihnen nicht bei allen Anschlägen alle Namen der Getöteten, geschweige denn aller Betroffenen, nennen. Aber die Namen der Täter, die kenne ich. Aber es ist ja nicht nur der Fokus auf die Täter. Den Betroffenen wird nicht nur indirekt durch Auslassung Leid angetan, sondern leider viel zu oft auch durch taktlose Berichterstattung über sie selbst. Da wird dann auch gerne einmal, zum Beispiel im Fall des Brandanschlages auf die Diskothek Liverpool hier in München, die Schuld den Betroffenen selbst zugeschoben. Der rechtsextreme Anschlag wurde als Bandenkriminalität verklärt und damit den Betroffenen direkt eine Mitschuld an ihrem eigenen Leid gegeben. Genauso beim Fall des OEZ-Attentats. Dort wurde lang und breit über das vermeintliche Mobbing gegenüber dem Täter geschrieben, fast so, als sei es ja schon verständlich, dass er zur Waffe griff. Die Unschuldigen, die durch sein rechtsextremes Gedankengut zur Zielscheibe wurden, waren also quasi mitschuldig.
Aber das sind jetzt vor allen Dingen meine Beobachtungen, mit denen ich in die Recherche zu diesem Thema gestartet bin. Wenn man tiefer gehen möchte, fällt leider auf, dass in diesem Land eine ganz, ganz große Leerstelle in der Forschung zu dem Thema gibt. Wir haben im Vorfeld dieser Veranstaltung unzählige Menschen als RednerInnen angefragt. JournalistInnen, ForscherInnen, Medienhäuser. Eine einzige Person fühlte sich überhaupt sprachfähig zum Thema, war aber leider zeitlich nicht verfügbar. Und so muss ich heute hier stehen eine Rede halten, damit dieses Thema überhaupt auf die Agenda kommt. Denn alle anderen haben abgewunken, zu wenig Material, mit dem man arbeiten könnte. Tatsächlich gibt es, wenn man recherchiert, nur zur Anschlagsserie des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds und den folgenden Prozess darum, überhaupt irgendwelche Forschung und Medienkritik. Und deswegen muss leider auch ich jetzt hier an diesem Fall auf den NSU zurückgreifen, denn es gibt sonst leider nichts, über das man fundierte Kritik äußern kann. Aber es sind Muster, die man erkennt, die man bei all diesen Fällen, die ich erwähnt habe, sehen kann. Wir alle können uns vermutlich erinnern, dass während der Attentatsserie des NSU uns auf Zeitungskästen oder aus dem Fernsehen das Wort Dönermorde entgegensprang. Ein unsachlicher, sogar aktiv schädlicher und rassistischer Begriff, der von den Medien aufgegriffen und immer wieder reproduziert wurde, bis es fast schon ein geflügeltes Wort war. Ein Begriff, der die Betroffenen in das Umfeld einer ausländischen Mafia gesteckt hat und ihnen abgesprochen hat, einfach nur unschuldig Ziel rassistischer Gewalt geworden zu sein. Und selbst nach der Selbstenttarnung des NSU ist bis heute dieser Begriff hängen geblieben. Bis heute wissen Menschen oft nichts von den rechtsextremen Hintergründen der Anschläge, aber sie wissen von dem Begriff der Dönermorde. Und damit werden die Angehörigen und Betroffenen immer und immer wieder retraumatisiert, ihnen immer wieder eine Mitschuld zugeschrieben. Denn auch wenn die Medien nach der Selbstenttarnung des NSU davon Abstand genommen haben, den Begriff zu verwenden, so war er doch schon im Umlauf. Wenn die sprichwörtliche Katze eben einmal aus dem Sack ist, dann ist es bekanntlich sehr schwer, sie dort wieder hineinzubekommen. Und so ist es auch in den Medien. Richtigstellungen, Korrekturen, kleinlaute Entschuldigungen, das interessiert die Leute nicht mehr. Nur die wenigsten bekommen es überhaupt mit, und noch weniger Menschen ändern dadurch ihr einmal gefasstes Bild. Solche Begrifflichkeiten entspringen auch der ständigen Jagd nach der Quote, nach Absatzzahlen, nach Klicks und Views. Eine umfassende Beschäftigung mit den rechtsextremen Hintergründen über die TäterInnen des NSU hinaus wurde in den Medienhäusern dieses Landes als nicht opportun bewertet. So etwas sei ein Quotenkiller und brächte nichts Neues. Und wenn doch einmal etwas dazu gemacht, Nachtprogramm oder auf die hintersten Seiten relegiert. Aber natürlich gab es auch positive Beispiele in der Berichterstattung und Aufarbeitung des NSU-Komplexes. Besonders in der Berichterstattung und dem Prozess. Engagierte JournalistInnen, die unermüdlich jede Aussage der Angeklagten nachrecherchierten, die Netzwerke aufdeckten und versuchten, den Betroffenen eine Stimme zu geben. Aber wenn man Medienkritik üben will, muss man sich natürlich auch mit der Frage beschäftigen, unter welchen Umständen die Medien arbeiten müssen und warum diese lobenswerten Positivbeispiele nicht der Standard sind. Wie viel Zeit wird JournalistInnen noch eingeräumt für ordentliche Recherche? Wie viel Wert wird auf der Entscheidungsebene auf sachlichen und taktvollen Journalismus gelegt? Gegenüber Quote, gegenüber Absatz, Verkaufszahlen? Wie viel Wert wird auf der Entscheidungsebene auf sachlichen oder taktvollen Journalismus gelegt, gegenüber Quote, Absatz, gegen Klicks, Views, Likes? Besonders in Zeiten des immer bedeutender werdenden Online-Journalismus ist gefühlt mittlerweile fast schon wichtiger, in wenigen Sekunden in einer verkürzten, emotionalisierenden Überschrift oder Titelbild die Aufmerksamkeit der Menschen zu erlangen, als eine differenzierte Meldung zu machen. Im schlimmsten Fall führt dieses Ringen um schnelle Aufmerksamkeit dazu, dass die Betroffenen zwar zum Zentrum des Berichts werden, aber eben nicht in würdevoller Art und Weise, sondern um die Sensationslust der Menschen zu befriedigen. Die Betroffenen werden zum Objekt degradiert. Eine Lehre aus dem Umgang der Medien mit dem NSU war auch, dass besonders bei der Berichterstattung über Terrorismus oder rassistische Gewalt von Anfang an eine viel größere Sorgfalt an den Tag gelegt werden muss. Polizeiberichte müssen kritisch hinterfragt werden, statt sie einfach nur zu kopieren und abzudrucken. Reißerische Äußerungen der Politik müssen hinterfragt und eingeordnet werden, statt sie einfach nur zu reproduzieren. Wir müssen nicht mehr von Zahlen und Statistiken lesen und reden, sondern von Namen, von Schicksalen, von Menschen. Und vor allen Dingen müssen wir mit Betroffenen reden, statt über sie. Und was wir brauchen, ist vor allen Dingen viel mehr fundierte Forschung. Nicht nur zu einzelnen Themen, die es schaffen, in die öffentliche Aufmerksamkeit zu gelangen.
und dadurch die Aufmerksamkeit generieren, um intensive Recherchen zu rechtfertigen. Sondern wir brauchen eine umfassende Beschäftigung mit der Situation der Medien in Deutschland, zu den Mechanismen, die zu einer mangelhaften Berichterstattung über Terrorismus führen. Wir brauchen eine gesunde Selbstkritik der Medien über den Umgang mit Betroffenen von Terrorismus. Dass sich die Medien ihrer Rolle, ihrer Wirkung, ihrer Verantwortung bewusst sein müssen. Dass sie auch bereit sein müssen, Fehler einzugestehen, falsche Meldungen und verletzende Darstellungen zu löschen. Sich öffentlich zu diesem zu bekennen und aktiv daran zu arbeiten, dass sie nicht wieder geschehen. Dass besonders die öffentlich-rechtlichen Medien sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden müssen. Die sich nicht über Quote oder Absatzzahlen bemisst, sondern über kritische Berichterstattung und Informationen für die Bevölkerung. Wir müssen aufklären, warum ein Redakteur oder eine Redakteurin beim ZDF die von Frau Vollherbst beschriebene Mordszene an einem Anschlagsort einfach abnickt. Ob es hier schlichtweg an Wissen mangelte, bevor eine Entscheidung getroffen wurde, oder aber, was ja noch viel schlimmer wäre, ob das Wissen da war, aber das Interesse der Betroffenen schlichtweg gegenüber der Quote egal war. Dass die Quote wichtiger war als das mögliche Leid von Betroffenen. Auch der mangelhafte Umgang mit der Beschwerde muss dabei aufgearbeitet werden und warum die Szene immer noch frei in der Mediathek abrufbar ist. Eins vereint all die Fälle, die ich jetzt am Rande erwähnt oder etwas intensiver behandelt habe. In keinem Fall waren die Betroffenen, mit denen ich reden konnte, je komplett zufrieden mit der Rolle der Medien. Es gab immer wieder auch Berichte von Journalistinnen, die sich mit Herzblut für die Betroffenen eingesetzt haben. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle aber explizit noch einmal bedanken bei diesen Journalistinnen. Die, die es anders machen, die viel Arbeit in ihre Recherche stecken, denen wir wichtige Einblicke und Erkenntnisse verdanken und die sich empathisch in die Rolle der Opfer hineindenken. Diese gute Arbeit muss Standard werden. Dies muss unser gemeinsames Ziel sein. Dafür steht uns als Gesellschaft aber noch viel Arbeit bevor. Arbeit, bei der wir auch die Politik in der Pflicht sehen, sich stärker für die Perspektiven von Betroffenen einzusetzen, um einen würdevollen Umgang zum Standard statt zu lobenswerten Ausnahmen zu machen. Aber vor allen Dingen brauchen wir mehr Wissen, mehr Hintergrund, mehr systematische Aufarbeitung und Verständnis der Strukturen der Medienlandschaft, die zu guter Berichterstattung führen können. Und dafür braucht es mehr Forschung. Es darf nicht sein, dass nur einzelne Fälle erforscht und aufgearbeitet werden. Es braucht eine umfassende Erforschung der Medienlandschaft, der Mechanismen von modernem Journalismus, von Strukturen, von Best Practice und wie man es nicht macht. Ich möchte deswegen heute mit der Forderung schließen, dass sich nicht nur die Medien selbst mit ihrer Rolle beschäftigen müssen, sondern dass wir auch Mittel und Personal brauchen, um eine wirklich unabhängige Forschung zu ermöglichen. Denn nur wenn wir diese Forschung und ihre Erkenntnisse haben, kann sich die deutsche Medienlandschaft überhaupt kritisch mit ihrer Rolle beschäftigen. Nur dann können wir einen Weg vorwärts einschlagen, um dafür zu sorgen, dass mediale Berichterstattung über Terrorismus uns als Gesellschaft voranbringt, gemeinsam mit den Betroffenen. Vielen Dank. Gegen Ende unserer Veranstaltung möchte ich Sie noch gerne einladen, sich eine Nelke zu nehmen und diese an der Gedenkstätte bitte abzulegen, kurz innezuhalten und nochmal der Opfer und der Betroffenen zu gedenken. Vielen Dank.